Ja, willkommen zurück zu Craft Attack. Heute bauen wir eine Tür und fangen die Redstone-Ebene an. Was die Redstone-Ebene ist und wo die Tür hinkommt, seht ihr jetzt. Los geht's! Doch bevor wir da dran gehen, zeige ich euch mal nochmal ganz kurz, was ich geändert habe. Und zwar, ich bin ja irgendwie nie zufrieden so gesehen. Ich habe hier schon mal ein Design angefangen für diese Bude, die hier ist. Mit Balkonen Richtung Meer, was auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Und ich habe hier quasi drei Felder vorgesehen. Ich hatte jetzt im Nachhinein überlegt, dass wir den Abgabetünnis hier in der Mitte irgendwo setzen oder hier irgendwo oder hier zwei Stück von mir aus und dass außerhalb nur einer aberntet. Also dass der hier rumläuft, quasi das Ganze oder die ganze Etage hat für sich. Klar ist das so ein bisschen außerhalb seiner Range wahrscheinlich, aber er hat immer mal wieder eine Karotte, die er erwischt und dann den seinem Kollegen abgibt. Funktioniert übrigens auch sehr, sehr gut. Das ist gerade in einer halben Stunde oder so entstanden und da passiert noch einiges. Also das, ich weiß nicht, warum ich das nicht immer sofort mache. So, auch wenn man das nur temporär irgendwie stehen hat, man muss nicht mehr selber abernten, wie cool das einfach ist. Und ich habe mir überlegt, dass das hier der Farming-Bereich wird, also der Farm oder das Farmgebäude, wo dann Karotten, Weizen und Kartoffeln drin sind. Das heißt, das könnte hier drei Etagen hoch und man hat dann, ich glaube, so 2 bis 3 Villager pro Etage stehen. Ich glaube, das ist ganz cool. So, und ich wollte alles abriegelbar machen, also dass man alles zufahren kann, alles zentral, ein Schalter da ist, also eine Kommandozentrale und dass dann die ganze Anlage sich abriegelt, zufährt, die Fallen aktiv werden, dazu dann später mehr, aber jetzt wollen wir erstmal hier eine Tür bauen. Und dafür brauchen wir gar nicht so viel, wir brauchen einen Lever, wir brauchen ein bisschen Redstone, wir brauchen Pistons, ich glaube, das Redstone wird nicht reichen, oder haben wir noch irgendwo anderes Redstone, vielleicht hier so drin? Ah, ich glaube nicht. So, Slime Balls hatten wir aber noch und zwar hier, die habe ich hier schön versteckt, weil Slime war wirklich selten, beziehungsweise, ja doch, war eigentlich schon selten, aber wenn man in einem Slime Chunk geht, beziehungsweise nicht in einem Slime Chunk, sondern in einem Sumpf zu der dementsprechenden Vollmondzeit oder Neumondzeit, dann spawnen da auch ein paar. So, wir brauchen 4 davon, dann hätte ich ganz gerne als Zufahrmaterial Eisen, also nehmen wir Eisenblöcke hier raus. Und wir müssen, glaube ich, nochmal ganz kurz zum Mob-Farm, um das Ganze dann, um noch ein bisschen Redstone zu traden. Weiß nicht, ob wir da direkt... Ah, Emeralds lassen wir hier drin. Ich glaube, so Redstone haben wir nicht mehr, ne? Ne, ich glaube nicht. Okay. Ach ja, weil die Frage super häufig kommt. Die grünen Portale ist ein Resource-Pack. Findet ihr, glaube ich, im Discord bei mir. Link dazu in der Videobeschreibung. Oh lol, hier ist ja was passiert. Oha, nice. Ebenfalls aber auch den Shader, der hier drin ist. Und alle weiteren Modifikationen findet ihr alle immer in der Videobeschreibung bei mir. Also egal, was das Projekt angeht, was ihr hier seht im Bild, das ist alles in der Videobeschreibung. Ah ja, ich muss den Müll aber noch versetzen, ne? Oh Mann, ey. So, hat jemand was donated? Natürlich nicht. Oh, das ist so traurig. Keiner donated mir was. Aber ich sehe gerade, die wurde ordentlich umgetauscht schon wieder. Aber ist ja kein Ding. Leute, die die Farm mitgebaut haben, haben Permission hier zu traden. Ist ja auch eigentlich cool so, ne? Das kleines Dankeschön. Egal, was sie gemacht haben, Joe mit dem Redstone-Kram hier, alles cool. Und das geht übrigens mit Leertaste. Alter, das ist ja teurer geworden, weil ich hier so viel rumgehampelt habe. Ah ne, der gibt mir auch mehr. Cool, 15 Stück schon, nice. Der auch schon wieder? Was ist denn heute los? Großes Sellout oder was? Cyber Week. Oh, wäre eine komische Cyber Week, oder? Wenn immer teurer wird. Hier wird es echt immer teurer. Jetzt kostet es schon 57. Okay, das war krass. Das war jetzt quasi einmal traden, haben wir 2,5 Stacks fast. Super heftig. So, und jetzt kriegt ihr euer Geld zurück. Das ist total dumm. Denn ich hätte gerne Redstone. Viel Redstone. Ah, so viel geben die nicht, ne? Aber ist okay, ist okay. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind, gib mir noch ein paar Lampen. Da fragt man sich echt manchmal, warum man in Nether geht und irgendwas farmt, ne? Das ist ja voll easy going hier. Ja, wunderschön, dass das Glas hier zerstört worden ist. Grüße gehen raus. So, haben wir denn jetzt alles? Ich glaube schon. Ursprünglich wollte ich eine 4er-Tür machen, aber dann fiel mir ein, 4 ist doch viel zu groß. Und deswegen mache ich eine 2er-Tür. 2 ist gut. Und zwar machen wir die... Ah, da muss ich, glaube ich, hier ein bisschen noch nach innen bauen, weil sonst passt das gar nicht. So, dass ich die jetzt hier habe. Andere Seite dann genauso. Dann kommen hier diese beiden Blöcke davor. Die da drüber. Ja, da muss ich ein bisschen die Treppen hier anpassen. Aber das geht schon, das geht schon. Das ist cool. Dann muss man nur hier einen Redstone hinmachen. Genauso wie hier. Und darunter einfach nur eine Fackel. Und dann fährt das Ding zu. Aber wir wollen jetzt keine Fackel auf, ne? Auf das Zeug da haben. Das wäre ein bisschen doof. Ich glaube, wir nehmen Lime Concrete, weil das ist ein guter Kontrast zu dem Rest, der hier ist. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Steine. Und wo wir gerade bei Steine sind, wir sollten den Beacon mal wieder hier aufbauen. Den habe ich irgendwo hier klein gewürfelt reingepackt. Mit dem Beacon könnte man zuallererst erstmal in die Mitte der... Also hier ist ja schon mal die Mitte der beiden Häuser. Ich
Ich weiß aber nicht, ob das die Mitte der beiden anderen Seiten hier ist. Ich zähle mal ganz kurz. Okay, 15 und 18 zur anderen Seite. Das heißt, wenn wir jetzt einen nach hier gehen, haben wir 16 und 17. Gehen wir einen nach hier, haben wir 17 und 16. Also ganz mittig gibt es hier nicht. Müssen wir eventuell das Gebäude noch einen Block nach links verschieben. Dann geht's, glaube ich. Jo, das muss dann hier hin. Also alles cool. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich mache jetzt mal ganz kurz ein Beacon hin. Und Beacon aktiviert. Mit Haste. Sehr gut. Und ich muss mal ganz kurz mal gucken, wo es hier leuchtet. Oder wo es hier dunkel ist. Hier. Spawnfläche muss eliminiert werden. Okay, so ist gut. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz da hinten rein. Hier ist überall noch Spawnfläche über uns. Cool. Das Wasser war übrigens so mal gewesen. Das habe ich nicht da reingemacht. Das war so. So, und jetzt müssen wir quasi die sogenannte Redstone-Ebene einmal aushöhlen. Klingt jetzt total wild eigentlich, ne? Ah, ich glaube, das Lime ist genau richtig. Also wir werden diese sogenannte Redstone-Ebene, glaube ich, hier auf die Höhe machen. Das ist im Grunde eine Ebene, wo die ganze Elektrik der ganzen Insel entlang geht. Das ist dann die Redstone-Ebene, wo auch die ganzen Pistons herfahren, wo man dann alles Mögliche noch an Versorgung und sowas hat. Das kommt auf diese Ebene. Aber mir fällt gerade ein, sollten wir hier auch Hopper und so haben, mit Kompost dann drüber, dann sollten wir hier auf jeden Fall vielleicht einen niedriger machen, damit wir auch Platz haben für Hopper mit Komposter, sodass wir dann auch nochmal dran vorbeikommen. Also machen wir das auf die Höhe hier. Und die wird nach und nach ausgebaut, je nachdem wie viel in den einzelnen Etagen ist und oder auf den einzelnen Bereichen der Insel ist. So, die Tür ist zu. Redstone-Signale stehen da, wo sie sein sollen. Und jetzt muss ich das nur noch synchron machen, sodass wir das von irgendwo aus steuern können. Aber ich mache jetzt erstmal hier einfach einen Schalter hin und dass wir das dann einfach wieder auf- oder zufahren können. Und ich habe mir überlegt, dass alles, was so Redstone-technisch irgendwie miteinander verbunden ist, dass das immer so dieselbe Farbe bekommt. Zum Beispiel grün sind in dem Fall dann die Türen. Also machen wir da, wo die Redstone-Sachen herlaufen, immer diese grünen Steine hin, was bestimmt nachher sehr, sehr cool aussieht, wenn man das alles so sortiert hat. Ich hoffe, ich habe keine Ahnung, aber ich kann es mir cool vorstellen. Dann einen Lever da dran, habe ich echt keine Repeater eingepackt? Ist nicht schlimm, dann machen wir erstmal so. Tür ist zu. Tür ist auf. Aber so müsst ihr euch die Redstone-Ebene vorstellen. Das ist im Grunde genau drei Blöcke oder vier Blöcke unter dem Kram da oben. Fährt dann hier alles her. Und dann kann man alles von hier aus einstellen. Aber ich glaube, ich bin jetzt wieder eins zu hoch, ne? Bin ich jetzt hier noch so ein Hopper mit einem Post? Ah, ne, passt, glaube ich, oder? Ja, kriegen wir hin. Passt schon. Und unter dieser Ebene kommt dann die Lagerebene hin. Da müssen wir dann halt auch nochmal gucken, ob das alles passt hier unten hin. Aber ich glaube, wir müssen eh nochmal ein Stückchen nach unten. Und ja, abzüglich den paar Blöcke, die hier noch weiter runtergehen. Und das Schöne ist, man macht halt keine Redstone-Leitung kaputt, weil man weiß, ach, guck mal, da ist der grüne Schaltkreis. Nice. Hier kommt natürlich auch noch Lime-Concrete rein, damit wir wissen, ah, da liegt auch Redstone drauf. Das ist, glaube ich, ganz cool so. So, dann nehmen wir noch Orange und machen das hier einfach mal so zu. Und dass man hier die Pisten sieht, wenn das zufährt, ist komplett egal, weil das Ganze wird ja eh nur im Notfall, ja nicht im Notfall, aber nur zwischendurch so zugefahren. Und dann ist es auch egal, ob man dann die Pisten sieht. Klar kann man sich natürlich wieder reinbauen, aber darum geht es ja gar nicht in dem Projekt, sondern geht einfach um. Danke fürs Zugucken und ansonsten bis zum nächsten Part. Tschüss!